Hallo Leute und willkommen wieder mal nach 80 Milliarden Jahren zu einem neuen Part Terraria. Und ja Leute, ihr seht, Pixel Flavor hat irgendwie nicht mehr die Ausrüstung, die er im vorherigen Part hatte. Aber woran liegt das? Vielleicht haben es ein paar mitbekommen. Pixel Flavors Laptop ist einfach mal so kaputt gegangen, weil Pixel Flavor dumm ist. Und ja. Also mein Computer dachte sich, ich glaube, ich gehe heute mal kaputt. Und ja, und jetzt ein bisschen scheiße, weil Pixel Flavor, ja, das sind jetzt alle Sachen, die er hatte, sind jetzt gelöscht so, ja. Du musst jetzt eben die Ersatzsachen nehmen. Ja, nehmen nicht die Erze, wir brauchen die. Nee, müssen wir nicht nehmen. Wir hatten doch noch ein Eisschwert oder so, ne? Ja, hier, ne? Das Iceblade, Pix Flavor, Iceblade, here for you. Also hier gibt's mal, was? Flashcatcher? Ja, das ist die Fleischangel. Okay, also ich kann mir eine Deathbringer Pickaxe machen. Ich glaube, die mache ich mir mal. Nein, Tim. Doch? Tim, wir haben eine. Aber, ja. Nein, Tim, ja, das ist egal, wir brauchen nur eine. Mach dir lieber Rüstung oder Waffen oder so. Ja, ich kann nur. Dann mach den Flashcatcher. Ja. Wirklich. Du willst doch Angelquests machen, oder? Man kriegt dafür auch Sachen, Preise. Ja, komm, dann gehen wir mal zum Meer und dann. Ja, man muss gar nicht zum Meer, Tim. Brauch ich auch noch Köder. Ja, wir haben doch ein Bugnetz. Tim. Wo hast du wieder das Bugnetz hin? Das ist hier oben. Ja. Wir haben doch richtig viele Köder. Da guckst du, sind alles Butterflies und so. Die kannst du alle in dein Inventar nehmen. Ah. Dann kannst du angeln gehen. Und hier Quests. The Fish of Cthulhu. Ja. Wie kann ich da eigentlich auch Vögel als Köder nehmen? Also hier irgendwo in ganz normalen Seen kannst du diesen Fisch jetzt fangen. Das heißt, du kannst jetzt ja mal halt so, ja. Hey, was? In den ganz normalen Seen? Ja, ganz normale Seen. Der sagt dir immer, wo die zu finden sind. Also und der sind... gibt's schon mal keine... Ah, nee, der hat schon 9 Quests, der Bunnyfisch. Out in the forest I was fishing, right? Well, guess what? A bunny hopped up to me, then another one up to me, and another Sunday I surrounded by bunnies. One of even swam up to me from the water. I want that Bunnyfish as a pet, so you better catch for me. Also, out in the forest, das heißt, du musst jetzt... Hier ganz normal, das ist ja alles Wald, musst du einen See finden und da angeln. Okay. Und kommst du mit? Komm schon, ja komm. Da können wir die Zuschauer mal zusehen, wie der Angelprofi Tim. Ja, Tim, der Angler. Ich cutte übrigens den Part so ein bisschen, damit der nicht so scheiße langweilig ist, damit wir erstmal wieder ein paar Sachen für Tim haben. Das ist der, jo, wir rüsten Tim jetzt wieder auf Part. Und ich meine, ich habe schon Fischen in Animal Crossing trainiert und seitdem bin ich schon der richtige Pro. Ja, man, Terraria hat noch mehr Action, glaub mir. Du kannst auch richtig geiles Zeug finden. Also ich habe das schon privat so gemacht. Oh lol, die haben alle Halloween-Masken, ist noch Halloween-Dings. Lol. Ah, hier ist ein ganz normaler See, oder? Aber doch, das ist gut. Du stellst dann hier hin und wirfst die Angel da weit raus. Und jetzt wartest du siehst das, wenn das so komisch eintaucht. Ich sag dir dann. Jetzt. Und, jetzt mach Rechtsklick auf die Kiste, da ist richtig gutes Zeug drin. Boah, 7 Platinum Bar. Ja, siehst du? Und jetzt verstehst du, wie Fischen funktioniert. Und 5 Goldmünzen. Jetzt weißt du, wie Fischen funktioniert. Und wenn du diesen Bunnyfisch gefunden hast, dann kannst du den Typen abgeben und dann gibt er dir auch was dafür. Ja, Leute, ich liebe Fischen. Ja, siehst du? Ja, ich weiß, ist cool. Hab extra ein Fishing-Update bei Terraria. Und ich werde so lange mal in die Höhlen gehen, weil das für Tim zu gefährlich ist und versuche mal ein bisschen auch bessere Ausrüstung für uns beide so zu finden oder halt erstmal für Tim, weil der jetzt gar nichts mehr hat.
weiß nicht. Dann, ich glaube, ich warte jetzt die Nacht über. Hey, Boom, was machst du hier? Oh, kein Bock mehr. Hi. Ich muss hier den Wurm töten. Hä? Oh, du bist ja schon wieder. Ich muss den Wurm töten, aber dabei habe ich die halbe Wohnung zerstört. Und wieso steht eigentlich oben ein Tisch auf dem Dach? Aber okay. Ich weiß auch nicht, was du schon wieder angerichtet hast. Ich glaube, das habe ich denen gebaut. Hä, ich kann es nicht verhindern. Hä, du musst da mit einem Hammer draufhauen. Hau mal einen Hammer auf die Stelle. Hau nochmal. Wieder nochmal. Okay. Das ist irgendwie gruselig. So kannst du die Form von Blöcken ändern. Oh. Das kannst du noch krassere Scheiße bauen, Tim. Ey, das ist ja richtig krass. Komm, wir gehen jetzt zum Brain of Cthulhu. Tim, das ist nicht so einfach, wie du denkst. Doch. Okay, dann müssen wir erstmal die Gegner da farmen, gell? Okay, hast du jetzt schon eine komplette Space-Rüstung? Ja. Warte, hast du noch Barren? Ja, alle Barren sind in der Truhe. Wo? Ja, wo ich gerade stehe. Okay, dann, hey, warte mal. Hast du nicht noch Crimson Ore? Ja, das ist hier auch drin. Bei den Ore-Dingern. Ja, dann zeig mal. Nee, ja, stimmt hier. Achso, ja, okay. Ja, hast du zufällig 2-3 Sterne? Nee, also im Inventar nichts. Oh, hier sind 2. Ich weiß nicht. Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Meteoriten. Wir können es hier nicht machen. Was denn? Eine epische Waffe. Meinst du, dass wir mehr Sterne brauchen, oder was? Nein, nein, ich hätte dir dann auch so eine Meteoritenkanone machen können. Viel Spaß heute Abend. Ja, danke. Bleib anständig, ja. Keine klar rühren, gell? Ja, tschüss. Tschüss. Geil. Ja, yeah, epic. Geil. Okay, also ja. Wir gehen jetzt zum Brain of the Cthulhu. Ja, und töten das. Ja, ich hätte dir dann noch so eine coole Space Cannon machen können und dann hättest du alles kählen können und. Guck mal, wie sind die zwei Leute, die mit dem Funken hier rumspringen? Ja. Weil du mir mein Outfit gestohlen hast, Arsch. Wir wollten eigentlich ein Grappling machen, aber das ist spät. Bam, 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 brauchst du nicht. Und ja, wir werden das Brain of Cthulhu besiegen. Und dann kriegt Tim wieder seine Arschrüstung. Ja. Benny, ich brauch doch eine Grappling Hook, Benny! Hey, du kommst auch so hoch. Ich hab's extra so gebaut. Du kommst doch normaler hoch. Aber du hast nur 100 Leben, gell? Ja. Das könnte so ein Problem werden. Du sollst dich so ein bisschen zurückhalten. Aber ich hab einen Regenerationstrank hier. Das hab ich dir beide gegeben. Gib mir einen zurück. Dann hältst du ein bisschen länger durch. Wie schmeißt du den aus dem Inventar? Einfach cool, oder? Ja. Hallo, Kuh. Kannst du rauswerfen. Okay, die Apple. Ich guck mal die Einstellungen. Hey, mach Rechtsklick. Aber ich hab Angst, dass ich irgendwie. Warte, okay. Auf deine Verantwortung. Du willst mich verarschen, ey. Nee, da passiert aber auch nichts. Rechtsklick. Okay, na, ich hab's gechoppt. Nach 10 Jahren. Yeah. Oh, hier war es noch nicht in der Zeit, nehme ich mal einen Schmuck. Angie. Ja, ich habe keinen Angie mehr. Das ist ein traurig. Ich bin bei mir. Du solltest vielleicht bei mir bleiben, Tim, weil du kannst dich nicht so gut wehren. In dieser Welt. Ja, ich muss voller Tod und Verzweiflung. Ich komme schon wieder auf meine Crimson Rüstung. Vorausgesetzt, wir schaffen das Brain of Cthulhu, Tim. Natürlich schaffen wir das. Okay, ja, gut. Du musst mit dem Speer angreifen, ne? Du machst keinen Kack wieder mit deiner Harpune oder so, die du jetzt nicht mehr hast. Sondern du greifst mit dem Speer an. Du greifst mit dem Speer an, Tim. Meine Harpune. Du greifst mit dem Speer an. Aber die ist zu langsam. Der ist zu langsam. Nein, du greifst mit dem Speer an. Tim, du greifst mit dem Speer an. Ich sag's dir. Und dass du machst nicht wieder irgendein Teil. Du machst nicht wieder irgendwas, was du sonst so
machst nicht wieder irgendwelche Moves, irgendwelche Experimente, sondern du greifst nur mit dem Speer an, Tim. Sonst stirbst du. Okay, ich greife nur den Speer einfach. Ja. Das ist alles. Du wirst nichts sonst machen, du greifst nur mit dem Speer an. Wir haben eigentlich noch einen Undertaker zu Hause für dich. Irgendwie drei oder so. Ja. Eigentlich voll übertrieben, dass wir so drei haben. Ja, wir haben. Weil der Undertaker einfach super unselten ist. Wir haben nur Undertaker gefunden. Ah! Das Geräusch ist mega gruselig, ey. Ja, diese Teile müssen wir farmen, Tim. Welche Teile müssen wir farmen? Hey, das, was die droppen, diese Wirbel. Stimmt, wir müssen es ja auch erstmal droppen. Ja, dingsen. Farmen. Tim, du musst unser zu Hause mal verschönern. Das sieht echt nicht so schön aus. Also ich finde den Tisch auf dem Dach finde ich richtig stylisch. Ja, so Dachterrasse, gell, so. Genau. So. Kann man hier so schön einen Tee trinken und so. Da kann man auch noch Kaffee und so trinken. Ja, das ist pretty cool. Und Energy. Und Spam. Und Energy. Und Baumsaft. So, Tissue Sample. Ja. Stell dir vor, es gibt gerade Baumsaft, da hast du irgend so ein naja, ach nee. Was rammst du in den Baum, dann hast du so Baumsaft. Die scheiß Ärzte reichen nicht mehr für die ganze Rüstung. Was? Ja. Was? Was? Ich hab hier noch Ärzte. Scheiß wenig, aber. Das ist, oh, zwei Wachen mehr, danke. Ja, bitteschön. Dann machen wir dir mal einen Helm und Füße, weil das ist das Einzige, was wir uns so leisten können von dem Ärzten her. So, da liegt's im. Liegt auf dem Boden, gell? Das ist die Spawn gleich, ich würde mal machen. Ja, Leute, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr, Leute. Ach, Leute. Pretty cool. Ach, Mann, Leute, nee.
glaube auch. Ja! Ich habe eine Truhe gefunden. Ah, Hermes Boots! Oh, geil. Endlich mal was. Endlich mal eine gute Nachricht. Okay. Erst nochmal den ganzen Scheiß hier mitnehmen, der hier rumsteht. Seaweed. Ich brauche kein Seaweed. Ja, du brauchst Seaweed, Tim. Nein, Spaß, kann man nicht mehr für irgendwas benutzen. Spinnenfisch. Aber Cloud in the Bottle wäre trotzdem besser als Hermes Boots. Aber, Leute, man kann sich das nicht aussuchen. Terraria ist kein Wunschkonzert. Mein Kommentar dazu. Guter Kommentar auf jeden Fall, Leute. Ja. Merkt euch das. Da kommen jetzt gleich verschiedene, aber. Was? Oh Scheiße, das kann ja auch noch hoch, glaube ich. Oh. Das habe ich nicht vorher gesehen. Doch. Oh, noch ein zweites, okay, das haben wir nicht gesagt, da werde ich viel Spaß haben, wenn ich zurückgehe. Obwohl, ich lasse mich einfach umgehen. So, ich öffne die Goodiebags erst zu Hause, weil ich nicht genug Platz im Inventar habe sonst. And that would be pretty ass if I find a treasure and I can't take the treasure. Let me treasure you. That's what I should do. Okay. Yeah, ein Herz, Tim. Ein Herz für Pixel. Spendet jetzt an ein Herz für Pixel. Rufen Sie an unter 0800 666 88 666 666. Und spenden Sie genau 1002 Euro. Habt ihr das auch? Ich sehe ganz oft auf der Straße so Nummernschilder, die haben so 666 als Nummer da stehen. Das ist richtig lustig. Ja. Das ist bestimmt alles Satanisten, alles. Denke ich mir, oh, Satanist. Oh, ein Satanist. Oh, du denkst dir immer, oh, ein Gleichgesinnter. Ja, genau. Ja, gibst du. Also, oh, ein Satanist. Das ist aber heute Folge gemacht. Ich glaube, heute wieder ein guter Tag. Hallo. Ich glaube, diese Spinnenfischstelle hat schon rechts mal angebissen, aber er will nicht in meine Tasche kommen. Du musst es auch richtig timen, gell? Ist schon klar. Ja, Leute, irgendwann machen wir auch nochmal Fishing, dann zeige ich euch das auch nochmal, wie das sich so abspielt. Halt, jetzt habe ich das für Tim gemacht, damit er eine Beschäftigung hat, wo er auch eine Chance hat, irgendwas zu schaffen. Das ist einfach mal Lebensentscheidung, Fischen. Ja, Leute. Ja, jetzt hat er auch mal eine Chance, irgendwas zu schaffen. Er hat auch mal eine Chance, was zu schaffen, deswegen habe ich ihm das gegeben. Weil er wäre jetzt schon 8-mal gestorben, müsste er hier... Na gut, ich bin 2-mal gestorben, da hat es ein bisschen verringert. Ja, also du bist nicht so oft gestorben, wie du sonst gestorben wärst, also... Positiv, Leute. Einfach positiv. Pretty positive. Oh, was? Ein Specular-Fisch. Ein was Fisch? Specular-Fisch. Goldmünze, Platinum-Ohr. Schwacher Mana-Trank, Platinum-Ohr, Silbermünzen. Junge, da kriegt man ja Epilepsie. Da kriegt ich viel Platinum-Ohr. Richtig. Das kann ja eigentlich im alten Schuh machen, gar nichts. Nee, bringt gar nichts. Ist nur Deko. Das wäre einfach cool, wenn ich irgendwie das anziehen könnte. Da hätte ich alte Schuhe an, aber nein. Ich meine, wer will denn heutzutage nicht alte Schuhe haben, ja? Alte Schuhe sind toll. Also ich hätte gerne alte Schuhe. Ich kaufe mir sogar immer in Secondhand-Laden immer die gebrauchten Schuhe, die es gibt. Ja, du, das ist es halt. Also zum Beispiel die Schuhe, wo oben schon der große Zeh rausguckt, das sind die besten Schuhe. Die kosten dann auch nur 5 Euro, weil die dann 50% reduziert sind. Was? Ich bin der Lacker. Was denn? Ich habe eine ganze Höhle voller Diamanten gefunden. Ach, scheiße. Richtig kranke Scheiße. Ich finde einfach nur Seaweed, Dosen und alte Schuhe. Das ist jetzt nicht so sowas wie... Hier, Dings wie Treasure, aber it is pretty diamond. Ihr wisst ja, Diamonds sind sehr selten, Leute, und deswegen ist es auch ganz gut. Okay,
Genau, Leute, ihr seid Treasure für mich. Ihr seid ein echter Schatz für mich. Und deswegen spendet an die Pixel Hotline 0800 666 88 für super tolle Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr 1000 und 2 Euro bezahlt, bekommt ihr 2 Euro zurück. Bei diesem Angebot, das ist so gut, da muss man einfach zugreifen. Also, ruft jetzt an. Eben ist mein Angelhaken einfach an die Wand gebackt. Das wäre so lustig gewesen, wenn da einfach so auch so ein Fisch aus der Wand kämen würde. Wie du willst. Ja, wie ich will. Ich hätte gerne noch ein paar Goodiebags, Leute. Goodiebags. Alter, der Fisch. Ich habe so einen spektakulären Fisch geangelt, aber keinen Spinnenfisch. Aber vielleicht braucht er gar keinen Spinnenfisch mehr. Ja, war das auch so eine komische Schrift? Ja. Ja, okay, dann ist das sein neue Quest. Und du hast zufällig geangelt. Ist klar dann. Das könnte so auf jeden Fall sein. Also ich würde mal nachgucken, ob der Typ jetzt was anderes von dir will. Also los, tötet mich, Skelette. Oh, hä, du kannst doch einfach dich disconnecten. Nein, ich bring mich aber um, weil ich meine, ich verliere sowieso nichts. Doch, Geld. Scheiße, nein! Nee, aber es ist jetzt zu spät. Gut gemacht. Ah, ich habe die Arme wegreißen. Das ist auch der Traveling Merchant. Und sag mir mal, was der denn uns verkaufen will. Ja. Lass mich da oben, Leute. Traveling Merchant, ah, okay, da ist der Traveling Merchant. Wo ist der? Ah, da ist der Quest. Die Taten sich gerade schön. Das freut mich doch, wenn die mal schon gleich Freunde finden. I say, where's from place the mild not even exist. Okay, ein Katana. Ja, kannst du dir vielleicht kaufen. Oh. Fehlt uns noch in der Sammlung. Sake und ein Magic Hand. Increased Magic Damage and Critical Strike Chance. Ja, das kannst du kaufen. Mal gucken, wie viel es kostet. Wie viel kostet das alles? 3 Gold. Kostet der Hut, das Katana. Der Katana kostet 2 Gold und 50 Silber. Ist die Frage, willst du früher die Minishark haben oder wollen wir das kaufen? Früher die Minishark. Aber der Typ kommt nie wieder. Also doch, der kommt schon wieder, aber der hat ein anderes Zeug, ne? Ist egal, ich brauch das nicht. Hab ich. Also kaufst du das. Tja, wenn du nicht immer alles für irgendeine Scheiße ausgeben würdest, hätten wir auch mehr Geld. Nee, bitte kauf mal. Ich möchte es haben. Oh, Tim, hast wieder Disconnection. Zeichen vor Gott, dass wir aufhören sollten. Nein. Ich habe jetzt gerade noch ein Tor gefunden. Es läuft gerade so gut. Wir können es nicht aufhören. Doch. Nein, das geht nicht. Ich verbiete es dir. Komm. Nee. Komm, denn du willst auch. Los. Nee. Go, Tim, go. Ich hab so viel Treasure. Tim, los, du musst reinkommen. Lass mal mit Samuel nur eine halbe Stunde spielen. Nur. Ja, komm, spiel noch mit Samuel eine halbe Stunde. Jetzt lass mich erstmal ein paar spenden. Ja. Ich hab ne Cloud in the Bottle. Tim. Cool. Ich würde mal sagen, wir sind eigentlich perfekt. Und endlich haben wir wieder gute Ausrüstung, Tim. Geil. Die
lass mich bitte noch ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt so ein krasses Höhlensystem und genau dann sagst du so, ich bin ein Typ, ich habe keine Lust mehr. Genau dann, ist immer so. Das ist immer so, Tim. Ich habe eine riesige Höhle mit 18 Treasure Chests. Geil. Ich kann jetzt Double Jumpen und du nicht. Geil. Ich weiß, du würdest auch gerne Double Jumpen, aber das geht nicht. Wie kannst du denn? Weil du einfach kein Double Jumper bist. Binding of Isaac Rebirth spielen. Benny, willst du mir The Binding of Isaac schenken? Nee. Natürlich willst du das geschenkt. Nein, ich hab dir schon Amnesia geschenkt. Nein, okay, du hast mir. Ich hab das Geld geliehen, Alter. Doch, ist wirklich so, Tim. Du hast 8 Jahre später dann erst. Ja, aber ich hab's dir zurückgegeben. Ja, nach 8 Jahren so. Ja, ich hab's dir zurückgegeben. Ja, aber. Das kann mir keiner nehmen. Oh Leute, wir haben es bald, Leute. Bald haben wir genug Treasure, um wieder Freude im Leben zu empfinden. Was willst du wirklich nicht mehr die Binding of Isaac schenken? Nee. Guck mal, es kostet nur 15 Euro, das ist richtig billig. Ich weiß, deswegen kannst du auch selbst kaufen. Ja, ich denke mal, das kannst du mir schon mal kaufen. Ich denke mal, nee. Doch, weil guck mal, dann können wir heute Abend zusammen, wenn ich bei dir bin. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Ich wäre fast. Wenn ich jetzt gestorben wäre, Alter. Nee. I don't appreciate that. Wegen so einer dummen Steinfalle, Alter. Ich kann Arsch lecken. Viel Spaß. Junge, Steinfallen. So ungerecht. Wenn ich jetzt nicht der super mega Benny wäre, wäre ich gestorben. Kommen, wenn also, guck mal, guck mal, jetzt warte, Tim, ich bin gerade im Part, wir diskutieren noch nicht drüber mit dem Part. Ach, natürlich. Also Leute, wenn ihr es auch genauso findet, dass der Benny mir das auch kaufen soll, damit wir heute Abend zusammen so einen Wettbewerb machen können, wer am schnellsten den Run hat, dann, oder wer die coolsten Sachen hat, und wir uns so hier so nebeneinander stellen, so richtig geil, ja, dann müssen wir auf jeden Fall einen Daumen oben geben. Das machen wir sowieso nicht. Und den Benny der ruinieren. Leute, das machen wir sowieso nicht. Ich glaub dem Tim nicht. Der Tim ist nur abogeil. Ich hab gar nicht gesagt, dass der Tim ist nur abogeil, Leute. Merkt euch das. Ja, ich würde sagen, wir haben relativ guten Loot bekommen, so. Pretty solid, yeah. Kind of solid, yeah. Wir haben jetzt einen Cloud in the Bottle und Hermes Boots. Das waren auch eigentlich die einzigen beiden Sachen, die ich mir gesucht habe. Und bevor ich jetzt noch durch irgendeinen dummen Unfall sterbe, left ich jetzt, Leute. Und das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr gecuttet. Wir haben jetzt wieder Ausrüstung für den Tim ein bisschen und alles ist pretty cool. And yeah, I think you should watch our next part. So, goodbye.